Ist er nicht süß? Der Cem. Und wir lassen ihn auch schlafen. Herzlich willkommen bei Checkpoint DIY. Leute, heißt für euch wieder, ihr dürft mitmachen, ihr sollt sogar mitmachen und dürft alles nachmachen, was wir heute machen. Und wenn ich ihn da so schlafen sehe, den Cem, da kommt mir in Erinnerung, was wir nicht alle schon an coolen Sachen gemacht haben. Stichwort Wecken. Wisst ihr noch? Der Felix. Einmal, wie wir dieses Bettkatapult gebaut haben, stand da wie eine Eins. Oder wie wir ihm die Bettdecke weggezogen haben oder das Bett zum Einstürzen gebracht haben. Sehr viele, sehr lustige Sachen. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit euch? Haben wir für euch vielleicht auch eine schöne Art, wie wir euch einen alternativen, einen cooleren und unterhaltsamen Wecker bauen können? Was ja auch toll wäre, wäre so eine leichte Brise beim Aufwachen. Ne? Stellt euch vor, so ein schönes Windchen. Und man denkt sich, der Tag beginnt doch richtig schön. Also wir bräuchten so eine Art Weckventilator. Alles, was wir dafür brauchen, ist ein Ventilator, eine Zeitschaltuhr und, last but not least, Luftschlangen. Die kennen wir alle vom Geburtstag. Die machen Spaß, die machen Laune und das ist gut, denn wir wollen ja gut gelaunt auch aufstehen. So, und jetzt zeige ich euch vielleicht noch mal kurz, wie so eine Zeitschaltuhr funktioniert. Die kennt vielleicht nicht jeder. Wie das Wort schon sagt, Zeitschaltuhr. Kann ich quasi elektronische Geräte dann anstellen, wann ich das gerne hätte. Und das tue ich, indem ich den Stecker vom elektronischen Gerät, in meinem Fall ist es der Ventilator, einfach mal einstecke und dann an den Strom anschließe. Und je nachdem, welche Uhrzeit ihr jetzt eingestellt habt, läuft der Ventilator oder er läuft gerade eben nicht. Jetzt drehe ich mal hier am Rädchen, so tick-tack, tick-tack, es vergeht Zeit. Und siehe da, der Ventilator geht an. Und es fließt Strom, weil die Zeitschaltuhr es zulässt. Und jetzt haben wir einen schönen Luftstrom. Das ist sehr angenehm und wird bestimmt bewirken, dass ich dann aufwache. Aber ich glaube, das sollte noch nicht alles sein. Denn ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben auch ein paar Luftschlangen. Stellt euch mal vor, ihr werdet jetzt noch so ganz easy von so ein paar Tentakeln, so ein paar Dreadlocks geweckt. Ja? Und wir nehmen ein paar mehr davon und die streicheln euch ganz sanft über die Haut. Ja. Das fühlt sich dann so ein bisschen kitzelig an, vielleicht auch ein bisschen nervig, ja, dass man immer dann doch auch mal aufsteht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich cool ist. Und deswegen probieren wir es jetzt einfach mal aus. So, ihr nehmt jetzt ungefähr 1,50 Meter, Meter und dann doppelt das Ganze. Ihr könnt natürlich auch eure eigene Technik anwenden. Und da müsst ihr es auch nicht schneiden, wir reißen das jetzt einfach hier auf. Und ganz wichtig, das Ding solltet ihr natürlich ausmachen, hier der Ventilator, wenn wir das aufkleben. Denn wir wollen ja nicht, dass ihr euch verletzt, die Finger da reinkriegt. Ventilator bleibt Ventilator. Und diese Rotorblätter können unangenehm werden. So, jetzt klebe ich das hier ganz easy einfach mal auf. Oben möglichst, damit das vom Luftstrom schön getragen werden kann. Ich glaube, das wird auch noch richtig cool aussehen. Die Frage ist, wie der Cem das findet. Das finden wir gleich heraus. So. Das war's schon. Also einfacher geht's ja gar nicht. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, ob es funktioniert. Jetzt sind wir wieder schön leise, weil jetzt gehen wir rüber zum Cem. Schlaf, Kindlein, schlaf. Ist jetzt aber auch allerhöchste Zeit zum Aufstehen. Der Vater, hüt dich scharf. So, und jetzt? Auf die Plätze. Tommy! Was ist das? Ja, was ist das? Ein Weckventilator, Mann. Aber eine Gesichtsmassage, oder? Ja. Was sagst du? Das ist doch gar nicht schlecht, oder? Ja, mega. Und weißt du, wo ich dich da gerade liegen sehe? Einen habe ich noch im Petto. Bleib mal liegen, mach die Outlet noch mal zu. Ich habe noch eine Überraschung, okay? Okay. Ich versuche noch mal einzuschlafen. Großartig, verstanden. So, jetzt treiben wir das Ganze auf die Spitze. Da freut sich die Mama. Wahrscheinlich nicht so, aber wir umso mehr. So. Und jetzt noch mal. Auf ein neues. Los geht's. Also bitte, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Cem, Happy Birthday to you.
Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei. Also jetzt mal ehrlich, also für jeden Tag vielleicht nicht so eine gute Idee, das gebe ich zu, könnte ziemlich viel Sauerei und auch Ärger mit Mama bedeuten. Aber jetzt mal im Ernst, ey, das ist doch für Geburtstagskinder absolut genial. Also unbedingt und gerne zu Hause nachmachen und ausprobieren. Wenn ihr noch weitere Tipps gerne hättet, dann geht mal auf zdftv.de vorbeischauen und dort gibt es dann auf der Checkpoint-Seite noch viele weitere Tipps und Tricks. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.